Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpine Racing 2007. Mein Name ist Glabur. Jawohl, wir müssen ab in den Wettkampf. Slalom wird nicht gleich sehr erfolgreich sein, das weiß ich jetzt schon. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Sie dürfen ruhig Harry zu mir sagen. Man nannte ihn einst den Kamikaze vom Kitzbühel. Man nannte ihn auch die Rennsau von... Genau. Heute bei uns am Mikrofon Berti Greiflinger, meine Damen und Herren. Also, das werden wir nicht entgehen lassen. Die Profis müssen heute beim Slalom Cup nochmal alles geben, um ihre Chancen auf eine gute Endplatzierung zu wahren. Das nennt man sauber gefahren. Solange wir die Abstände so groß sind, ist es ganz okay. Also, dass sich der US-Skiverband kein Hotel leisten kann, wie du eben behauptet hast, Berti, das halte ich doch für ein Gerücht. Ah, nein, ja, zu früh gelenkt. Zum Wettkampf, es ist doch... Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, das stimmt schon. So, Probelauf haben wir mal wieder verschissen. Mit Benjamin Reich, Rainer Schönfelder und Manfred Pranger belegten 2005 gleich drei Österreicher. Weißt du, wie sollst du das machen? Ich konnte nicht lenken. Versuch das einmal wieder. Und noch einmal in der Wiederholung. Das ist so assi. Mann, Mann, Mann. Na gut, ist sowieso scheißegal. Ich hasse Slalom. Ich krieg schon wieder die Pimpernellen. Weißt du, da fängt man gerade wieder an aufzunehmen und dann gleich so eine Scheiße, echt. So, wachsen, jawohl, 89,48% und dann Training und extra Training. Was haben wir diesmal? Rasante Abfahrt, schwarze Piste, springen sie während der Abfahrt weiter als 65 Meter. Vielleicht schaffen wir das mal. Irgendwo muss es da ja einen Trick geben. So, 81%, runter geht's. Ich weiß es nicht, wo wir 65 Meter springen können, aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Irgendwo muss man ja 65 Meter springen können. Außer die Waldfee. Alle Disziplinen schaffe ich schon ganz gut. Außer dieser scheiß Slalom. Also der geht mir echt ganz schön auf die Nüsse. Er küsst die Bande. Ja. Hier gibt es doch zum Beispiel gar nichts zum Springen. Außer hier so kleine Hüpferchen. Gab es doch bis jetzt gar nichts. Ui. Einmal ganz kurz raus aus der Hocke. So. Alter, ich kriege echt einen Föhn hier. Nicht verzagen, Eckart fragen, weiter geht's. Aber nochmal ganz leicht in die Bande. So, die sensibleren unter uns können jetzt langsam wieder die Augen aufmachen. Aber hier gibt's nichts zum Jumpen. Ich weiß nicht, wo ich hier 65 Meter erreichen soll. So, jetzt kommt hier gleich diese Huppelpiste da. Meter und da ist wirklich Ende im Gelände. Mehr ist nicht drin. Ja, eine gute Leistung, keine größeren Verletzungen. Das ist 47 Meter sind wir gesprungen. Diese Sachen weiß ich nicht. Also ich glaube, da sind wirklich Sachen eingebaut, die man nicht erreichen kann. So, Training, da haben wir wieder ein bisschen Zeit für vergeudet hier. Jawohl, was haben wir für einen Wettkampf? Super G, eigentlich mal wieder was anderes wie dieser Scheiß-Slalom. So, hallo und grüß Gott, meine Damen und Herren. Hier spricht ja, hallo und grüß Gott, du alte Säge. Ich freue mich besonders, dass Berti Greiflinger mir heute zur Seite steht und hoffe, dass er deshalb keinen Ärger mit seinem langjährigen Freund und meinem Vorgänger Harry Plott bekommt, ne? Ja, aber wo? Ja, schön, dass ihr wieder da bin. Alter. Schön, dass Sie auch beim nächsten Durchgang im Super-G der Profis dabei sind. Junge, 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 Junge.
Ich sag's ja immer, gut gewachst, bis gleich im Ziel. Ja, sonst habe ich ja gar keine Chance gegen die Spacken. Und das waren mal gerade 53 Meter. Vorhin sollten wir 10 Meter noch mehr. Platz 1 für ihn, Weltklasse. Da war gar keine Möglichkeit. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Fahrer gesehen. Es kann also noch einiges passieren. Er hat hier gerade noch... Alter, das... Leute, ich drücke und es passiert wirklich nichts, weil der nur am Fliegen wieder ist. Das sind wieder diese unmöglichen Pisten, die man... Weltklasse, das ist Weltklasse, meine Damen und Herren. Meinst du, er hält das durch, Berti? Oh, das wird nicht leicht werden. Echt, das ist so zum Aufregen, bin ich ganz ehrlich, dass dieser Fahrer nicht kontrollierbar ist. Oh, wir hatten eine Geschwindigkeit drauf von 188,97. Scheißegal. Was soll's? 15. Platz, weiter geht's. Durch unseren Sturz. Der erste Super G wurde 19. Haben wir halt nicht mehr verdient. 96% starten. So. Weiter geht's. Leck mich fett, Alter. Das ist so schnell, Leute. Mit der optimalen Wachsmischung läuft es natürlich wie geschmiert. Irgendwie bin ich jetzt nicht so viel gesprungen wie vorhin. Oh. Einen 50-Meter-Sprung legt er davor. Beachtlich. Respekt. Wir sind jetzt zur Hälfte durch mit den Starts. Für Prognosen ist das noch etwas zu früh. Nein! Ey, weißt du da... Ach, kommt, ey. Manchmal kann man da ruhig durchfahren. Da passiert ja gar nicht. Mein Gott, echt. Exakt wie im Lehrbuch. Ey, bei dem Spiel krieg ich echt noch, brauche ich echt noch einen Herzschrittmacher. Echt, weißt du das? Du musst die Tore nehmen. Super. So unkontrollierbar irgendwie auf der Piste. Ich muss ja springen und hier und da. Ach, ich krieg da echt schon wieder die Hämorrhoiden bei hier. 14. Platz. Jawohl, weiter geht's. Gar nicht lange rumzappeln, hier habe ich gar keinen Bock drauf. Sie haben die letzten Wettkampf als 14. beendet, dafür erhalten Sie 160 Erfahrungspunkte und 3.750 Euro. Ja, wir verlieren ja immer nur Sachen. Ist auch schon eine richtige Lachnummer, finde ich, in dem Spiel. Wachsen, 85,434, Training, Extra-Training, was haben wir? Rasante Abfahrt, schwarze Piste, wehe, wenn Sie Stütze unterbieten, einen Zeitenrekord von 1,46,61 fahren Sie schneller als 160 km/h. Kommt man sagen, welche schwarze Piste das ist, aber 160 auf der, nein, wird nicht möglich sein. 100%. km/h wird nicht möglich sein. Augen zu und durch. Bis jetzt waren, glaube ich, höchste 130. Also, ich weiß nicht, wie man manche Trainingsaufgaben hier meistern soll. Gerade in dieser Disziplin hier mit dem Runterfahren müssen wir eigentlich saumäßig schnell sein, weil wir eigentlich die besten Skier haben, die man kaufen kann. Und daher kann ich das alles nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, was soll's. Ich kriege auf jeden Fall in diesem Spiel hier noch richtige Pimpernellen. Wenn es am schönsten ist, aber jetzt drehen wir nochmal richtig auf.
Ja, wenn es hier mal richtig bergab gehen würde, dass ich hier mal richtig Topspeed kriegen würde, nö. Ja, Leute, die 160 sind hier gar nicht möglich. ...145, glaube ich, war das höchste. Und 1,50, also ich weiß nicht, wie ich die... ...145, 4,9, also... ...keine Ahnung. Also die extra Trainingaufgaben sind alle ein bisschen... ...zu weit hergegriffen. So. Da haben wir uns in der Fitness nicht verbessert, in der Technik ein bisschen... ...Kraft haben wir uns ein bisschen und Motivation ein bisschen, ja. Und wir sind auch schon wieder pleite, kann man sagen... 2.775 Euro nur noch und Abfahrt kommt hier jetzt. Hier Harry Pechmann, der heute wieder mal für Sie am Mikrofon Probelauf. Hat. Drücken Sie die Daumen 97% für die Profis im Abfahrtscup, die in wenigen Sekunden zu ihrem nächsten Wettbewerb antreten werden. Oh, jetzt sind die Lichtverhältnisse aber wieder gerade scheiße hier. So. Eieieiei. Und überhaupt, der Bodi Miller, man kann doch nicht einfach sagen, dass man nur zu Olympia fährt, zum Bier saufen und Party machen. Das gehört sich einfach nicht. Entschuldige mal, aber das habe ich von dir so ähnlich auch schon mal gehört. In der Öffentlichkeit. Ja, solche Sprünge wollen wir sehen. Die Hälfte oh, Entschuldigung. Es ist also noch alles drin. Alter. Könntest du bitte da auf deinen Boden wieder zurückgehen? Also, ey, wirklich. Also, so schön wie Skispringen programmiert ist, haben sie hier Scheiße gebaut. Also, so leid es mir tut. Gerade mit dem Extra-Training, das riecht einen schon ganz schön auf. Gerade wenn man merkt, man kommt hinter den anderen nicht her. Und das Extra-Training bringt einem einen feuchten Platz. Käse. Da muss er noch runterreißen. Ja, was sein Lauf wert ist, das wissen wir erst, wenn die zweite Hälfte der Fahrer unten ist. Und da sind wir vorhin mal gerade 65 Meter gesprungen. Also... Er verschenkt jetzt keine einzige Sekunde mehr. Gut so. Und immer gesagt, ich spiele auf Profi, also das Schwerste vom Schwersten und... Da haben sie wohl mehr Fehler drin als irgendwas anderes. Ja, guter Sprung. Aber egal. Platz zwei bis von jetzt. Einer Seite macht das es ja doch Spaß, das Spiel. Die besten Fahrer kommen. Nur das mit dem Extra-Training und Slalom ist halt alles ein bisschen übertrieben. Aber egal. Sprunganalyse weiten alle. Achso, 97%. Start und 159,60. Geschwindigkeit hatten wir erreicht. Naja, gut, mal okay. Sehen, wie sich die so, weiter geht's. Jetzt kommt der Hauptgang jetzt hier. 92% starten. Jetzt habe ich es gerade wieder so ein bisschen drauf hier mit dem Starten. Garmisch alles, was das Wintersportherz begehrt. So. Alter, man sieht nichts. Scheiß Kamera an Einsicht, ey. So. Ich finde unsere Unterhaltung eben war ziemlich typisch. Wie meinst du das jetzt wieder? Naja, im Skizirkus wird doch eine Menge Party gemacht. Aber wenn das mal... Ja, ey, halt kommt! Gibt's immer ein Riesentheater. Jetzt los, aber also ich werde gleich auch wieder ausmachen. Ich schaffe nicht mehr wie eine Folge aufzunehmen, weil das Spiel macht mich nabelut zurzeit, bin ich ganz ehrlich. Gerade wenn man vorher Skispringen aufgenommen hat, schön in Ruhe, alles schön geschmeidig das Spiel und hier eine Kacke nacheinander. Echt. Der dritte Platz bis jetzt. Jetzt kann der Bruno besser. Ach, halt doch die Schnauze, der Bub. Wir haben noch ein paar richtig gute Fahrer, Berti. Du fährst nur zu Olympia, um zu saufen, also hat er ja gerade zugegeben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das wirklich machen. So. Tadellos bisher. Jetzt bloß nichts mehr riskieren. Warum soll ich nichts mehr riskieren? Du hast doch echt einen am Märmel.
So. Das ist jetzt erst einmal Platz 2 für ihn. Platz 2 und Platz 11. Und das ist so. Die Abschlusstabelle. 9. sind wir schon in der Abfahrt-Weltcup. Naja, nicht sehr berauschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Im letzten Wettkampf als 11. beendet und dafür kriegen sie 190 Erfahrungspunkte und 4.500 Euro. Ja, ob wir uns dafür noch alles erlauben können, naja. Nächster Wettkampf wäre dann Riesenslalom, aber das im nächsten Video. Ciao, Ilaui.